Rund 200 Gäste kamen am Freitag, um vom ältesten Schauspieler der Welt Abschied zu nehmen. 108 Jahre wurde der Schauspieler und Entertainer Johannes Heesters. Am Freitag wurde er am Münchner Nordfriedhof beigesetzt. Unter den Gästen zahlreiche bekannte Gesichter aus Film und Fernsehen. Voller Lebensfreude, voller... Er wollte ja weiterleben. Er wollte ja 110 werden. Wenn er kam, dann war das ganze Studio mit seiner Aura ausgefüllt. Dieses sehr gewinnende Wesen, was ja das Geheimnis unseres Berufes ist. Und dann diese große Professionalität. Er war etwas ganz Besonderes. Also eine Generation von Schauspielern, die es nicht mehr geben wird. Und vielleicht singt er jetzt irgendwo da oben. Nach mehreren Klinikaufenthalten verstarb Heesters an Heiligabend in Starnberg im Kreise seiner Familie. Der Schauspieler stand bis zuletzt auf der Bühne. Jetzt ist sein letzter Vorhang gefallen.